Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlengrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Feld 13 fertig gemacht und hier steht das ganze Equipment und das werden wir jetzt auch gleich hier dann los. Jetzt schließen wir erstmal den Auftrag erstmal hier ab und das war hier das. Wir bekommen 18.000,60 €. So, haben wir das Ganze abgeschlossen. Jetzt ist das auch hier alles wieder weg. Und somit haben wir jetzt erstmal wieder einen Kontostand von 108.411. Ja, und ich habe mir einfach noch so gedacht, wir könnten ja eigentlich auch gleich den nächsten Auftrag annehmen. Und zwar könnten wir ja Feld 14 düngen. Da werden wir uns auch nochmal wieder alles ausleihen, da wir ja wirklich ja noch nicht alles selber besitzen. Gut, machen wir Geräte ausleihen und dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Feld 14. Schauen wir uns mal die ganze Sache hier an. Hier steht auch schon alles parat. Ich glaube, ich muss mal den Lindner ein bisschen rüberfahren. So, einmal hier ein bisschen weiter rüber. So. Und dann brauchen wir jetzt natürlich auch zum Düngen, brauchen wir natürlich auch Dünger. Und das werden wir uns auch gleich noch kaufen müssen. So, stecken wir mal hier in unseren Vent ein. Der hat auch Pflegebereifung drauf. Ja. Sieht schon immer ganz lustig aus mit diesem dünnen Reifen. So, hängen wir uns das Ganze mal hier vorne an. Und dann werden wir den Düngerstreuer noch anhängen. So, einmal hier dran. Und ich hoffe, das geht auch schnell, weil das Feld 14 ist doch schon ganz schön groß. So, jetzt müssen wir uns ja noch Dünger erstmal kaufen. Der kostet natürlich ein bisschen was. Denke mal, wir holen uns erstmal nur ein und schauen mal, wie weit wir damit kommen. So, muss das eigentlich hier stehen, ja. Und dann fahren wir einmal hier ran. So, und können das Ganze hier aufladen. Ja, ich will mal hoffen, dass das wirklich der eine reicht, weil es ist ja auch, ich glaube, mit 11% kommen wir, glaube ich, nicht ganz so weit. Wir werden uns am besten noch einkaufen. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. So. Und dann laden wir uns das Ganze auch noch auf. Und ich hoffe jedenfalls, dass das dann jetzt am Ende reicht. 22%. Ja, es hört sich immer so wenig an. Aber schauen wir erstmal, wo das Feld 14 jetzt überhaupt genau ist. Gehen wir auch mal in die Innenansicht und gucken mal auf der Karte. Hier sehen wir, Feld 14 ist quasi das hier. Gut, dann fahren wir mal los. Guten Feld 14, ich bin mal gespannt, ob wir da hinkommen mit unseren 22% an Dünger. Ja, ansonsten, die Bodenproduktion ist perfekt am Start. Ich glaube, noch einmal, dann müsste eigentlich auch jedes Fass voll sein. Ich habe natürlich auch nochmal 8 Fässer geholt. Also da bin ich mal gespannt, was dann am Ende rauskommt. So, fahren wir einmal hier durch den Kreisverkehr wieder. Und dann müssen wir eigentlich auch gleich schon da sein zu dem Feld 14. Ich schaue jetzt hier nochmal auf die Karte schnell. Ah ja, wir sind schon fast vorbeigefahren. Auch nicht schlecht. Also werden wir hier durch den Kreisverkehr nochmal fahren. Und hier gleich nochmal wenden. So, einmal hier rum. Und hier ist das Feld 14.
was wir jetzt hier düngen müssen. Nur mal schauen, wo wir jetzt hier am besten reinfahren. Ja, ich glaube mal hier. Sieht ganz gut aus. Ja, ganz schön groß das Feld. Also ich glaube, mit unseren 22% kommen wir da wahrscheinlich nicht so ganz hin. Schau nochmal auf die Karte. Ja, wir sind auch wirklich auf dem Feld 14. Kann ja sein, ne, dass wir uns irgendwie doch ein bisschen geirrt haben. So, dann würde ich sagen, drehen wir hier das Ganze nochmal. Und stellen uns mal hier vorne hin und fangen jetzt hier an. So. Schalten hier gleich alles ein. Und los geht das Ganze hier. Ja, hat ja schon eine ganz schöne Breite hier. Aber ob wir da wirklich reichen mit den 22% Dünger, was wir gerade in unseren Hänger hier haben, das glaube ich noch nicht so ganz. Deswegen lasse ich mich mal hier überraschen. So. Ganze gleich wieder ausschalten. Wollen ja hier auch nichts verschwenden. So. Einmal hier rum. Und dann machen wir gleich hier die nächste Bahn. So. Schalten das Ganze gleich wieder ein. Und weiter geht's. Ja, müssen wir mal ein bisschen weiter weggehen. Da sehen wir ein bisschen das Ganze hier genau. Nicht, dass wir hier wirklich so viel verschwenden. Ja, aber da bin ich trotzdem mal gespannt mit unserer Butter, die wir dann, denke ich doch mal, in der nächsten Folge auf jeden Fall verkaufen können. Was wir da so rausbekommen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob sich das Ganze auch gelohnt hat hier für uns. Die ganze Mühe. So. Na, ich glaube, könnte reichen, das Ganze. Ist natürlich auch mal so ein kleiner, schneller Auftrag, den wir hier natürlich in einer Folge auch schaffen. Darum ging es mir eigentlich auch, dass wir gleich nochmal ein bisschen Geld verdienen. Wo wir jetzt auch hier nicht so viel erledigen müssen. So. Machen wir gleich die nächste Bahn. Und dann denke ich mal, sollte das hier passen, das Ganze. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht, das Feld hier. Da kriegt man bestimmt auch einen guten Erntebetrag raus. Weiß nicht, das täuscht hier immer so ein bisschen auf der Erlengrad, hier die Felder. Wenn man dann sich die so anschaut, sehen groß aus, aber meistens kommt da auch nicht so viel raus. Wir haben es ja bei dem letzten Auftrag mal gesehen, wo wir Raps haben wir da geerntet. Wenn ich mich jetzt nicht so ganz täusche. Und ja, das sah ja auch als riesengroß aus, das Feld. Für mich jedenfalls. Und am Ende, ja, ist noch nicht mal kompletter kleiner Hänger voll geworden. Also hier kann man sich auf jeden Fall bei den Feldern ganz schön täuschen. Finde ich jedenfalls. So, einmal hier rum. Und dann geht's hier gleich weiter. Mit der nächsten Bahn. Ich hoffe, das passt noch hier. Von dem Volumen her, was wir noch haben. Ich denke mal so, ja, wir müssen bestimmt noch zweimal, dreimal langfahren hier. Dann sollte das Ganze auch hier passen. So. Nehmen wir auch mal die Innensicht wieder. Können wir mal ein bisschen gucken, wie das hier drin aussieht. Ja, bis jetzt immer noch ganz gut. In der Spur hier. Vielleicht noch ein bisschen weiter rüber.
Ja, 15% haben wir jetzt nur noch. Also es wird schon langsam knapp. Ich möchte echt hoffen, dass das hier reicht. So. Und dann fahren wir einmal hier rum. Gehen auch mal in die Außenansicht. Und starten hier gleich weiter. So, machen das Ganze auch gleich wieder an. Machen wir ein bisschen weiter raus hier noch. Muss ja bei den Aufträgen ja meistens ja nicht immer alles so ganz genau gemacht werden. Deswegen hoffe ich ja, dass wir hier eigentlich ganz gut hier vorankommen. Und dass uns der Auftraggeber das dann am Ende auch so abnimmt. 13% haben wir jetzt noch drin. Ja, ich echt mal hoffen, dass das hier noch reicht. Ich denke mal noch zwei Bahnen, dann dürfte das Feld hier auch schon fertig sein. Na, 13%. Ja, ich denke mal, das reicht. Krieg mal hin. Passt schon. So, fahren wir hier wieder rum. Und die nächste Bahn. Und dann sind wir auch schon fertig hier. In unserem Auftrag. So liebe ich das ja eigentlich, ne? Schnell und einfach zu erledigen. Als wie diese ewigen großen Aufträge, wo man hier wirklich ewig dran ist. So. Ja, haben wir jetzt noch 12%. Das passt. Das sieht doch ganz gut aus. Gehen wir auch nochmal in die Innenansicht. Bisschen weiter rüberfahren. So. Und dann haben wir das hier gleich mit erledigt. Und haben natürlich auch wieder ganz schnell wieder Geld verdient. Natürlich muss man auch wieder was ausgeben. Ist alles richtig, wenn ihr das jetzt gerade denkt. So. Einmal hier rum. Gucken wir mal in die Außenansicht. Da sehen wir ein bisschen mehr vom ganzen Geschehen hier. So. Stellen wir uns nochmal hier ordentlich hin. Damit wir das jetzt hier auch mit einem Ritt hier fertig haben. So. Schalten wir das Ganze wieder ein. Und dann dürfte das hier mal schnell erledigt sein. So, wie sieht's hier aus? Ja, das passt alles. Ja, so langsam vermisse ich eigentlich auch hier ein paar ordentliche Fahrzeuge hier auf der Erlengrad. Ein Wendt oder irgendwas. Diese Traktoren quasi, die es ja hier schon als Startfahrzeuge gab auf der Erlengrad. Ja, so langsam kann ich die auch bald nicht mehr sehen. Definitiv irgendwie nicht. Und ja, ich bin ja schon auch so ein bisschen am Überlegen, aber leisten können wir uns jetzt momentan ja erstmal nichts. Also deswegen müssen wir ja jetzt auch erstmal solche Aufträge erledigen. Aber es wird noch kommen, dass wir noch ein bisschen umrüsten natürlich. So, das Feld ist jetzt auch abgeschlossen und wir haben es geschafft. Wir haben noch 8% Dünger hier drinne. Schade, dass man das jetzt hier nicht irgendwie wieder rausmachen könnte oder kann. Ich glaube, das geht hier nicht bei dem hier. Aber naja, 8% schenkt man halt den Auftraggeber. So, fahren wir wieder zurück hier.
und stellen hier das ganze Equipment gleich wieder ab. Wir sind ja durch mit unserem Job, den wir ja heute gemacht haben. So. Schalten hier den Motor aus und dann sind wir auch schon fertig. Können wir jetzt den Auftrag gleich abschließen. Und bekommen hier 8.726 Euro nochmal. Also hat sich doch das Ganze hier schon wieder gelohnt. Gut, und ich würde sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.